Folge 264 von Simotrans. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Bäcker Mühlenzug ist. Da ist er. Das ist wieder im Weg. Mühle Bäcker ist es. Bäckerei. Gut, den wollen wir verlängern. Der hat jetzt natürlich geladen. Das heißt, beim nächsten Mal nicht laden. Dann gucken wir, wo der hin muss. Das Depot. Warte, hier ist noch einer. Getreidehof Mühle über Lilienstraße. Okay. Den müssen wir auch machen. Der hat nicht, der kann direkt zum Depot fahren. Der hat nichts drin. Jetzt wartet er auf den anderen Zug, der hier durchkommt, oder? Da kommt er. Gut, aber der biegt da noch ab, das heißt, wir kommen erst an den trotzdem dran. Gut, machen wir mal schneller. Ach, das Depot ist ja hier unten. Aha. So, das ist der. Waggons. Das waren landwirtschaftliche Güter, also zum Beispiel Flachs oder Gerste. Wo ist er? Da ist der Flachs. Das ist auch schon der passende Waggon, oder? Ja. So, Haltlänge 15. So. Und dann kann er auch wieder starten. Den werden wir aber weiter beobachten, weil wir gleich gucken müssen, wo hält er an und wo hält er nicht an. Und wir können auch gleich in die Linie reingucken, der andere ist ja noch nicht hier. Der Getreidehof ist angesagt, das ist hier. Da kriegt er das Getreide weg. Der packt jetzt hier da die Gerste ein. Glaube ich. Ist dem so? Hält er hier an und kriegt Gerste? Fährt hier gerade im Bahnhof rein? Ne, fährt durch. Ah. Kann er mal gerade hier entfahren. Okay. War jetzt nicht so praktikabel, aber wird schon klappen. Jetzt fährt er weiter. Lädt er was ein oder nicht? Oh, voll. Wunderbar. Warte mal, ist denn hier die Linie? Nee. Norddeutsche Mühle ist da. Da bringt er ja nur hin. Fährt da lang? Fährt er da durch den Bahnhof durch? Ja, fährt er noch durch sozusagen. Ist aber nicht schlimm, kann er ruhig machen. Das heißt, Linie ist jetzt egal. Aber, nee, deine Linie ist nicht egal. Der soll hier 100% laden. Und weiter geht's. Weil alles andere wäre doch Blödsinn, oder? So, er ist am Leer durch die Gegend fahren und wir haben ihn nicht aufs Depot geschickt. Gut geklappt, ne? Jetzt war der nochmal da ganz hinten hingefahren, weil wir geschlafen haben. Naja. Dann mal schneller. Und dann ist er da drin. Und den können wir eigentlich mit seinen Stückgutwaggons komplett ausmustern, oder? Die Lok ist sowieso veraltet. 160 passt. Und Waggons waren Stückgut. Haushaltsgeräte sind zum Beispiel Stückgut, das ist der dann. Auf 15 erhöhen. Einer zu viel. Gut.
verkaufen wir alle. Den können wir auch verkaufen. Die Lok kann auch weg. Sonst haben wir hier nichts, ne? Ne, was ist das? Ein ICE-3? Ne, 1. Gut, dann kann er aber auch schon wieder starten. Noch keine Fahrplan vorhanden. Okay, weil wir den getauscht haben. Das war jetzt Bäckerei Mühle. Oder was? Mühlebäckerei? Mühlebäckerei war das. Da ist er. Gut. Starten. So, der fährt wieder. Jetzt haben wir gerade nochmal die Linie. Mühle. Ist hier. Stück gut. Gerste und Weizen gibt es hier. Die Mühle produziert gerade nichts. Der fährt dann zur Großbäckerei. Das heißt, er bringt Mehl dahin, ne? Ja. Gut, das bedeutet, da auch 100% laden, oder? Macht sonst keinen Sinn. Auf der anderen Seite könnte es sein, weiß ich aber nicht. Der auf dem Rückweg transportierte der letztens auch irgendwas, die Eier oder sowas, ne? Machen wir besser bei dem nicht, weil ich glaube, auf dem Rückweg hatten wir ja die Klamotten drin. Ne? So, er hier fährt schon die zweite Runde mit 1300 landwirtschaftlichen Produkten. Okay, der fährt jetzt komisch da lang. Mal gerade schauen. Der fährt da lang. Da lang. Okay, er fährt immer über die Linienstraße, oder wie sehe ich das? Aber das war doch nur aufgrund der Tatsache, dass er da durchfahren musste früher. Der braucht er jetzt nicht mehr durchfahren, glaube ich, oder? Ah, nee, da gibt's das Getreide für die Dingens Klosterbrauerei. Das war nicht so eine gute Idee. Einfügen. Doch, das machen so. Ja, ich glaube, der bringt da das Getreide noch weg, ne? Jetzt passt es dann aber wieder. Der hat jetzt Backwaren und Eier. Und er jetzt hier, die landwirtschaftlichen Produkte sind natürlich leer. Fährt da hinten hin und kriegt wieder volle Ladung. Fährt jetzt Lilienstraße an und lädt da wahrscheinlich ein bisschen aus für die Klosterbrauerei, oder? Werden wir jetzt sofort sehen. Ja, hat ein bisschen was weggebracht. So, und dann bringt er den Rest zur Mühle. Ja, passt. Den brauchen wir nicht mehr verfolgen, den können wir auch schließen, bei dem läuft's doch, oder? Okay, hier haben wir jetzt ein bisschen Verzug drin. Der hat den ersten Bahnhof fast erreicht, da ist er erst beim anderen raus. Was ist jetzt hier los? Warum geht's hier nicht vorne? Ah, weil da unten noch der Talent drin steht. Ne, der Flair war das, oder? Gut, jetzt fährt er aber weiter und alles ist gut. Ist jetzt nicht die ideale Lösung, aber funktioniert erstmal. So, er hier steht wartend da. Ja, weil es da gerade nicht unten weiter voranging, ne? Ja, der ist schon verdammt lang, ne? Jetzt war der Bus, war der Vorfahrt sozusagen vor dem Güterzug. Falsche Taste. Gut, das haben wir erstmal hier. Jetzt interessiert mich der hier noch. Der ist voll geladen mit 312 Gästen. Der ist aber Diesel, ne?
Fährt da noch wer drauf? Nein. Regionalradaufzellen Adenau ist das. Ich habe doch eben den anderen hier gesehen, ne? Wo fährt der denn lang? Der ist jetzt nicht da. Wo sind die denn? Oh, hier ist ein Stau. Aber der löst sich gleich auf und da sind noch zwei kurze Züge, die müssen wir auch noch bearbeiten. Okay, hier ist keiner. Und hier ist auch keiner. Da weiß ich jetzt nicht, wo der andere Zug ist. Ach, der fährt wahrscheinlich bis zum Flughafen sogar, ne? Kann das sein? Nee, da steht keiner drin. Ach, die sind hier abgebogen. Da ist er. Da ist er. Wo fährt denn Döbeln Radolfzell? Getreidehof, Lilienstraße und Süddeutscher Alter Getreidehof. Wird das nicht Sinn machen, dass die ganz durchfahren und mehrere dann? ...376 hat der und der da hinten hat 312. Die sind doch elektrisch, ne? Ja. Da hinten haben wir doch jetzt auch elektrisch. Ah, wir lassen das so, aber wir ändern den Zug da hinten noch. Oh, der sieht jetzt hier kompliziert aus. Wo will der denn lang? Dass es hier nicht vorangeht. Falsche Taste. Ach, er hatte sich den Bahnhof hier reserviert. Na super. Okay. Flirt, nicht Flair. Flirt heißt er. Der fährt da auch rein. Gefällt mir jetzt nicht so, ne? Aber hier können wir schlecht einen zweiten Bahnhof, Bahnsteig hin machen. Also wir können schon, ne? Müsste man mal überlegen. 15 wäre bis da, die Brücke müssten wir umreißen. Hier wäre ja sowieso nur eins. Ist das jetzt hier nur eine Kachel? Drei Kacheln und dann der Bahnhof. Also wir würden von der Stadt nicht viel wegreißen, ne? Für zwei Bahnsteige. Hier würde ich die Straße vielleicht dadurch bauen, damit die hier wegfällt. Ich glaube, das sollten wir mal in Angriff gerade nehmen, oder? Damit müssen wir das da wegreißen. Diese Kachel muss weg. Die Straße muss dann da durch. Passt dann. Dann kommt diese Straße hier weg. Okay, die merken es jetzt gerade nicht, wo sie anders fahren müssen. Gut.
So, Gleise. Gehen hier lang. Gehen dann da lang. Jetzt müssen wir das alles ein bisschen umändern. Bushaltestelle kann hier hin. Und die Postkiste kann dann auch dahin. Obwohl die Bushaltestelle wäre jetzt gar nicht entscheidend gewesen. Ist aber immer noch eins. Und jetzt wird es spannend, wenn wir das da wegreißen. Da gibt es jetzt gleich freie Wegpunkte, ne? So, jetzt ist er weg. Ne, Bahngleis nicht. So, das passt. Dieses Gleis ist schon so okay. Ja. Das passt. So, jetzt müssen wir da noch was wegreißen. Findet keinen Weg mehr, sagte einer. Und nehmen wir mal eine Brücke. So. Dann ist das auch erreichbar. Über einen anderen Weg halt. Die Brücke ist weg. Jetzt müssen wir Land einebnen. Und der kommt jetzt da so durch. Dann kommt das Gleis dahin. Und jetzt muss da noch das weg. Und dann der noch dahin. So, dann haben wir das soweit fertig, würde ich sagen. Wir machen jetzt hier das Einfahrtssignal hin. Dann können die auch von da reinfahren. Er bekommt hier das Einfahrtssignal. Dann kann man da aber nur reinfahren. Muss mal gucken. Würde ich aber trotzdem so machen wollen. Ja. Da steht noch ein Signal, was ich nicht brauche. So, der kann von da aus da lang fahren. Ich weiß nicht, was mit dem Signal ist. Ich mache das aber mal weg. Da kommt maximal so eins hin. Passt erstmal. Vielleicht war das auch da, weiß ich nicht. So, wer findet jetzt keinen Weg mehr? Strom fehlt noch. So, jetzt muss aber wieder ein Weg gefunden werden, oder? Daimler findet keinen Weg mehr. Das ist der Postwagen. Da müssen wir die Linie von dem Postwagen jetzt gerade mal anpacken. Der fährt wohin? Freier Wegpunkt. Freier Wegpunkt ist da und er soll da einfahren. War natürlich falsch. Wir müssen
dann einfügen machen und dann dahin und den freien Wegpunkt löschen. Jetzt kann er wieder fahren. Der ist erledigt. Der müsste gleich wieder fahren. So. Hier ist noch einer, der auch keinen Weg findet. Aber die noch, der steht da noch. Wo ist denn der jetzt? Findet keinen Weg mehr. Und freier Wegpunkt ist da, der muss noch da. Den konnte ich wirklich tatsächlich anhängen, weil geht. Fährt er jetzt oder fährt er nicht? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Der fährt jetzt nicht. Radhofzell West. Habe ich das nicht gerade geändert? Radhofzell West. Da ist noch ein freier Wegpunkt. Wo ist der denn? Der ist auch da. Dann machen wir da einfügen und die Bushaltestelle ist jetzt da. Dann löschen wir den freien Wegpunkt. Dann haben wir den gleichen nochmal hier. Auch da. Machen wir einfügen. Auch da. Und den freien Wegpunkt löschen wir raus. Da ist nochmal ein freier Wegpunkt. Okay. Einfügen den da. Löschen den da. Da ist noch ein freier Wegpunkt. Der ist auch da. Läuft das alles so richtig? Ich glaube schon. Einfügen da. Löschen da. Fertig. Jetzt muss er aber fahren, ne? Ah, der Fahrplan ist jetzt wieder gesperrt. So, er hat auch noch ein Problem. Er steht hier. Ah, der eine Bus fährt schon mal wieder. Und die beiden sind jetzt dran. Linie ändern. Freier Wegpunkt ist da. Brauchen wir nur da anklicken, dass er da hinfährt und alles ist gut. Und löschen den raus. So. Den haben wir auch erledigt. Den müsst ihr auch gleich wieder fahren. So, er hier. Steht da auch noch. Linie ändern. Oh, zig freie Wegpunkte. Einfügen da. Löschen da. Einfügen da. Löschen da. Einfügen da, löschen da, einfügen da, löschen da. Passt zu, sollte auch gleich fahren. So, ist der schon weitergefahren? Ich glaube ja, der steht jetzt im anderen Stau. Den haben wir gemacht. Wo steht der? Der steht da.
Linie ändern, einfügen, da, löschen, da, fertig, zu. Also er fährt hier unten schon wieder, kann also auch zu. Der Postwagen ist schon weitergefahren, kann zu, weil er steht im anderen Stau. Er fährt wieder, alles ist gut. Hier im Bild ist jetzt keiner direkt mehr drinne. Ich glaube, jetzt könnte es wieder fließen, wenn wir das alles richtig gemacht haben. Also da fährt auf jeden Fall Zweier rein. Und ich glaube, wir brauchten auch nicht so viele, ne? Ja, hier könnte man natürlich dann irgendwann umdisponieren, noch so einen Teil hier hin machen. Wenn es denn sein müsste. Aber ich denke mal, das soll erstmal gut sein, ne? Ich würde sagen, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr noch keine Kommentare geschrieben habt, dann macht das und gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Und hier haben wir noch ein Problem, das machen wir dann in der nächsten Folge, ne, oder? Wir können auch mal gerade reingucken hier. Warum fährt er denn jetzt nicht? Adenauer, Adolf Zell, Norddeutsche Mühle. Dann fahren wir zur Großbäckerei, vielleicht klappt es dann ja mit dem Zug. Ah, die stehen sich gegenseitig im Weg, ne? Das hat gut geklappt. Dann geht das nur zu lösen, indem wir den mal gerade zum Depot schicken. Und wenn er gleich da weg ist, können wir das Depot wieder ausmachen, dann kann er wieder normal fahren. Die haben sich gerade gegenseitig behindert. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, wir machen da auf jeden Fall nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.